Hallo und herzlich willkommen zu dieser Episode im Podcast von Kompetenzzirkel Pferd. Wir sind Karen Golz und Sandra Rottwill und geben dir an dieser Stelle als Expertin hilfreiche und spannende Tipps für deine Fragen in Sachen Pferdeverhalten, Gesundheit, Ausbildung und Haltung. Jetzt geht's los! Das ist nichts Neues für uns. Wir wissen, Pferde brauchen Bewegung und wenn sie dann in den Boxen stehen, dann sollten sie so oft wie möglich aus diesen herausgebracht werden und zur Bewegung animiert werden. Dafür gibt es Hilfsmittel und die wollen wir heute besprechen mit der lieben Kerstin Wichelhaus. Kerstin ist Tierärztin seit 20 Jahren, spezialisiert auf die Rehabilitation von Sportpferden und die Behandlung von Atemwegserkrankungen. Und deswegen freue ich mich, dich heute wieder im Podcast zu haben. Hallo, liebe Kerstin. Hallo, liebe Karin, ich freue mich, wieder bei euch zu sein. Kerstin, heute wollen wir ja über Hilfsmittel sprechen, die Pferde in Bewegung bringen. Und zwar über die Führanlage, das Laufband, den Aquatrainer und auch sowas wie eine Schwimmschleuse, wo die Pferde in der Bewegung schwimmen sollen. Und diese Einrichtungen sind vom Menschen eigentlich sich ausgedacht worden, damit das Pferd sich bewegt und in der Zeit der Mensch sich selber nicht mitbewegen muss, also eine Zeitersparnis erfolgt. Ob das immer so gut ist, welche Vor- und Nachteile diese verschiedenen Hilfsmittel bringen, da sprechen wir jetzt zu. Lass uns doch mal anfangen mit der Führanlage. Es gibt ja viele Führanlagen, die in den Ställen so stehen. Ich bespreche das jetzt mal aus der Sicht des Pferdebesitzers und gehe mal jetzt davon aus, dass es erstmal was Gutes ist. Also wenn ich einen Stall habe, wo eine Führanlage steht, gehe ich davon aus, dass mein Pferd in dieser Anlage bewegt wird, dass es in unterschiedlicher Geschwindigkeit bewegt wird, dass in dieser Führanlage auch ein Handwechsel stattfindet. Und in der Zeit kann ich ja meine Box misten oder ich kann mir das Warmreiten ersparen, weil das macht dann die Führanlage für mich. Und natürlich können dann auch mehrere Pferde gleichzeitig bewegt werden. Also in so einer Anlage können ja bestimmt 4 bis 6 Pferde gleichzeitig bewegt werden. Das ist doch eigentlich eine tolle Sache, oder? Was hast du dazu? Grundsätzlich arbeiten wir ja, also gibt es ganz viele Hilfsmittel. Ja, der Mensch ist sehr erfinderisch. Und der Grundgedanke an sich, dass Pferde in einer Führmaschine, die hoffentlich relativ gut durchdacht ist, sich dann eine gewisse Zeit X schon mal bewegen, soweit ist ja auch alles gut. Und wenn ich mir im Klaren darüber bin, was die Pferde da drin leisten, dann kann ich den Nutzen, den so eine Anlage hat, auch wirklich einschätzen und einbauen. Aber es hängt ja auch immer dran, also es gibt die häufigste Variante heute, die Führmaschine, wo die Pferde frei drin laufen, ja, die Freilauf-Führmaschinen. Es gibt aber immer auch noch Anbindeführmaschinen, ja, auch die funktionieren gut. Das müssen die Pferde aber sowohl das eine wie auch das andere erst lernen. Ja, und es hat beides Vor- und Nachteile, ja, also ganz klar die Nachteile einer Anbindeführanlage ist, dass sich Pferde da drin aufhängen können, dass ich sie logischerweise am Halfter anbinde. Das heißt, das Equipment muss gut passen. Die Pferde sollten es gut können, damit die sich nicht, wenn sie stehen bleiben, das Genick kaputt machen, sich da drin aufhängen, Unfälle verursachen und, und. Mhm. Funktioniert aber dann eben auch durchaus ganz gut. Die funktionieren in aller Regel ohne Strom. Damit die Pferde laufen, habe ich in der Freiführanlage vom Hersteller in der Regel angedacht, dass ich von hinten eine Stromschranke dran habe, dass die Pferde auch die Anlage nicht blockieren und nicht einfach stehen bleiben. Mhm. Das ist für mich nachvollziehbar, dass man das tut. Für die Pferde finde ich es ziemlich gruselig. Ja, weil ich einfach solche Sachen, ein Pferd mit Strom zu einer Leistung anzutreiben, grundsätzlich ablehne. Mhm. Ja, also ich lehne es ja auch ab, einen kleinen Paddock mit Strom einzuzäunen, ja, eine Weide einzuzäunen, wo die Platz haben, wo ich es als Begrenzung brauche, ja. Aber dieses Eingrenzen, meinetwegen von einer Paddockbox, damit die sich mit dem Nachbarn nicht streiten,
da eine Stromlitze dran zu machen, ist für mich schon immer ziemlich fragwürdig. Wenn ich das nur auf einer Seite des Paddocks mache, okay, aber wenn das ein kleiner Paddock ist und ich da rundherum Strom habe, das ist für mich, ja, so wollte ich auch nicht wohnen. Ja, das fährt auf einen kleinen Bereich begrenzen und an jeder Seite wird es gebissen von einem Stromzaun. Nein. Und das Okay, Gleiche halt mit der Kühlmaschine, wenn ich von hinten mit dem Strom da dran gehe, geht irgendwie gar nicht. Ich kann die Intention dahinter verstehen, aber wenn das Pferd nicht in der Kühlmaschine laufen kann, ja, ein ich will nicht, gibt es für mich beim Pferd nicht, ja, für mich ist, wenn ein Pferd die Leistung nicht bringt, die ich mir erhoffe, dann hat das für mich immer was damit zu tun, dass das Pferd das nicht kann. Dann muss ich immer fragen, kann es sich so nicht bewegen? Tut irgendwas weh? Ist die Anlage falsch eingestellt? Ist der Boden verkehrt? Das heißt, die Verantwortung des Pferdebesitzers, wenn er so eine Anlage benutzt, ja, meistens ist ja so, der Stallbetreiber stellt die Pferde dann morgens aus Servicegründen schon mal in die Führmaschine, dass die wenigstens schon mal bewegt sind. Trotzdem muss ich immer, immer, immer auch mal mein Pferd selber in solchen Führmaschinen beobachten, muss sehr genau gucken, wie ist denn auch die Pflege von dem technischen Equipment der Führmaschine. Ein ganz, ganz entscheidender Faktor ist für mich auch der Boden dieser Führmaschine. Ja, das ist natürlich eine Zeitersparnis, weil man mehrere Pferde im Kreis gehen lassen kann. Dafür laufen die Pferde tiefe Spuren in den Boden. Die Pferde äpfeln da rein. Also, was habe ich für einen Bodenbelag? Ja, wenn ich da Sand oder Hackschnitzel oder ja, einen weichen Belag drin habe, dann laufen die Pferde da per se eigentlich ganz gut drauf. Sie laufen ab da nicht mehr gut drauf, wo ich dann solche Gehspuren drin habe. Und es ist ja relativ schwer, so einen Boden glatt zu ziehen, weil du kommst ja mit technischem Gerät da schwer rein in die Maschinen, musst es wahrscheinlich von Hand machen, dann ist das mühsam, dann kostet das auch wieder Zeit. Also ich habe einen Betrieb, die schaffen es tatsächlich da auch mit einem kleinen Abzieher jeweils mit durchzufahren. Aber das ist ein Riesenproblem. Also in einem weichen Boden, der für die Pferde optimal ist, für die Beine und die Bewegung, habe ich das Problem, dass der nach und nach mit Kot durchsetzt ist und entsprechend staubt und die ganzen Schimmelsporen und die ganzen Kotbestandteile dann durchs Laufen ja auch aufgewirbelt werden. In der Regel sind die Maschinen ja auch überdacht. Das heißt, der Boden ist sehr trocken und wird staubig. Das andere ist, dass wenn ich, und es laufen sich halt als Nachteil durchaus tiefe Spuren. So, und zwar sehr unphysiologisch, ja, die Pferde laufen halt dann in so einer Kuhle. So, Ich muss jetzt mal kurz aus Furys Sicht sprechen. Also ich bin jetzt Fury, Karin Fury und du bist Kerstin Fury, ja? Und wir beide stehen jetzt gemeinsam in dieser Führmaschine und dann ist noch Anna Fury und Sabine Fury auch noch mit da drin. Ich bin jetzt als Pferd natürlich das Lauftier. Ich bin es gewohnt, auf Futtersuche Strecke zurückzulegen, zwischendurch immer den Kopf zu senken, um zu gucken, was da am Boden ist. Und ich werde jetzt in dieser Führmaschine dazu gezwungen, Runde um Runde im Kreis zu gehen. Das erschließt sich mir ja jetzt nicht. Und immer dann, wenn ich meinen Kopf senke, um zu gucken, ob am Boden irgendwas ist, kriege ich ja, oder stehen bleibe, dann kriege ich ja den Schubs von hinten. Dann wird irgendwann bestimmt, dass ich jetzt in die andere Richtung laufen soll. Wenn das dann regelmäßig tatsächlich auch passiert, dann muss dann entweder die Maschine das dafür sorgen, dass alle 5 Minuten die Hand gewechselt wird oder alle 2, oder es muss jemand händisch machen. Aber ansonsten erscheint doch aus Pferdesicht diese Bewegung nicht sinnvoll. Und immer wenn ich mein natürliches Verhalten zeige, wird ja mein Verhalten durch das Gitter von hinten korrigiert. Kann man da eine Aussage treffen, wie viel Stress die Pferde tatsächlich haben, oder ergeben die sich ihrem Schicksal und sagen, ich bin jetzt in so einer Hilflosigkeit, ich mache das jetzt Also einfach. wenn man routinierten Führmaschinengangpferden ins Gesicht sieht, dann sieht man eindeutig, dass sie sich in ihr Schicksal ergeben. Ganz Weil ja eindeutig. auch das, was für mich passt als
Fury Karen passt ja nicht als Fury Kerstin. Und Genau, und ich. die Geschwindigkeit der Führmaschine ist halt dann zwangsweise für alle Pferde gleich. Ohne Ausnahme, das ist halt so. Und nicht nur das, wo sich auch keiner Gedanken macht, was passiert denn? Also Pferde können per se als Fluchttiere im Laufen äpfeln. Ja, okay, da kann man sagen, das könnte man erwarten, das müssen sie. Aber kein Pferd kann im Laufen pinkeln. Sehr guter Punkt, ja. Ja, also wenn tatsächlich ein Pferd da drin Urin absetzen möchte, wenn da mal ein Pferd pinkeln muss, dann bleibt nur stehen bleiben und Stromschläge aushalten. Und weil natürlich, und das ist für mich immer das große, große Manko an allen Geräten. Mensch baut ja diese Geräte, da werden wir noch bei jedem anderen Gerät auch wieder drauf kommen, man baut ja diese Geräte, damit ich selber in der Zeit was anderes machen kann. Ja, ich weiß, dass diese Bilder von dem Frühtraining von Galoppern, wo einer reitet und vier Handpferde dabei hat und die Schrittrunden um die Galoppbahn gehen, das hat was von, ja, da kann jedes Pferd den Schritt ein bisschen variieren und das hat was von Gruppendynamik und von gemeinsamem Spazierengehen. Aber da muss, und auch da kann, aber da ist immer einer dabei, da ist ein Mensch dabei. Wenn da mit einem Pferd irgendwas nicht geht, dann kriegt das einer mit. Und bei den Führmaschinen, ja, da stehen halt die Pferde in der Maschine und laufen im Kreis. Und ich habe einen Stall, da haben die sich das mit dem Boden anders überlegt. War eine eigentlich sehr logische und schöne Überlegung, ja. Die haben einen Boden, so einen Gummiboden da reingelegt, so einen gegossenen Boden, aber nicht diesen Stallgummiboden, weil mit den Eisen und den Stollen hält das den Belastungen nicht stand. Das ist ein bisschen ein festerer Boden. Da waren dann Kieselsteine, also da wäre ein bisschen Grip mit reingegossen, der läuft sich aber relativ schnell glatt. Und wenn da jetzt die Pferde drin laufen, ist zwar eben, da läuft sich keine Spur drin, aber der Boden ist so glatt, dass die Pferde laufen wie auf einem zugefrorenen See. Das heißt, sowohl beim Auftreten wie auch beim Abfußen rutschen die Füße weg. Was natürlich auch wieder die ganze Gangmechanik verändert. Ja, die Pferde laufen sehr unsicher da drin, weil wenn man sich vorstellt, ja, man läuft selber auf der Schlittschuhbahn. Und wenn ich aufkomme, rutscht mir der Fuß ein bisschen weg und beim Abdrücken kriege ich auch die Kraft des Abdrückens nicht auf den Boden, sondern der verpufft zum Abrutschen weg. Ja. Okay, also für Und alle deswegen. Pferdebesitzer, die jetzt hier zuhören und die überlegen, ihr Pferd in eine Führanlage zu stellen, halten wir mal fest, wo sie überall hingucken sollen. Wie groß ist der Radius der Führanlage? Also wenn die nur 12 Meter im Durchmesser ist, dann ist das natürlich ein Riesenscheiß, wenn das Pferd da dauernd auf der Kreislinie läuft. Wie ist der Boden? Wie ist die Pflege des Bodens? Wie ist die Staubbelastung? Wie viele Pferde sind da gleichzeitig drin? Ist die Gruppe, die dort gleichzeitig bewegt wird, homogen von Körpergröße, damit auch Takt- und Schrittlängen ungefähr zusammenpassen? Wie lange stehen die Pferde da drin? Wie oft wird Handwechsel gemacht? Und ist da jemand dabei, der da zuguckt? Und wenn das nicht so ist, dann müsst ihr euch überlegen, wie sinnvoll es ist, eure Pferde tatsächlich in so eine Führanlage zu stellen. Ja, und was ich am allerschlimmsten finde, ach, ich muss heute nicht so viel machen, der war ja in der Führmaschine. Meine Pferde, die hier auf dem Trail leben, laufen 10 Kilometer und mehr am Tag. Die habe ich schon mehrfach getrackt, das kommt in der Regel immer hin. Genauso getrackt habe ich die Pferde hier bei mir an der Führanlage. Und die Pferde an der Führanlage laufen in 30 Minuten 1,5 Kilometer. Und das ist nahezu nicht großartig veränderbar. Vielleicht ein bisschen mehr, wenn der Radius dann größer ist an so einer Führanlage. Aber es ist trotzdem verschwindend gering, was
ich an Kilometern, was ich an Wegleistung hinkriege über eine Führmaschine. Und dafür finde ich, wird es dann auch wieder zu oft als Ausrede genutzt. Ich muss mit meinem Pferd ja sonst nicht so viel machen, der war auf der Führmaschine oder auf dem Laufband. Ja. Ja, Genau, und lauf. wenn ich halt jetzt einen Stall habe, wo nur eine kleine Führmaschine ist, ja, die besagten 12 Meter, dann kann ich die halt nur nutzen, um das Pferd mal 10 Minuten vor dem Reiten schon mal warm laufen zu lassen. Ja, aber dann eben nur 10 Minuten. Aber das ist ja Gut, für aber den auch nicht kein. 10 Minuten auf einer Kreislinie von 12 Metern, das wollen wir ja nicht. Also es ist nicht ideal, aber dann müsste man sagen, das dürfte gar nicht gebaut werden. Ich meine, es gibt ja inzwischen auch schon ganz große Führanlagen, die in einem großen Oval laufen. Noch Ja, es gibt. besser. Aber dafür brauchst du ja Platz im Stall. Ja. Und Platz kostet Geld. Weniger Platz braucht tatsächlich das Laufband. Auch hier die Intention, das Pferd zu bewegen, ohne dass ich das selber tun muss, aber auch mit Gedanken der Rehabilitation. Also es kommen ja viele Pferde auf Laufbänder, die eventuell an der Hand nicht kontrolliert Schritt geführt werden können, die auf kontrollierten Grund geführt werden sollen oder tatsächlich auf Steigung laufen sollen in einem Gebiet, wo es keine Steigung gibt. Da gibt es ja unterschiedliche Ideen für die Pferde, da auf das Laufband zu kommen. Lass uns doch mal bitte über die kritischen Punkte zum Thema Laufband reden. Also worauf muss man da wirklich achten? Also das Laufband hat natürlich deswegen seine Anhänger, weil man es bedenkenlos auch auf einem kleinen Platz irgendwo hinstellen kann. Es ist durchaus auch mobil. Ja, ich kann mir auch privaten Laufband kaufen und kann, wenn ich irgendwie umziehe, das gegebenenfalls in den anderen Stall mitnehmen und so weiter. Das Laufband, das Pferd läuft geradeaus. Viele von unseren Zuhörern waren vielleicht auch schon mal selber im Fitnessstudio auf einem Laufband. Ansonsten rate ich jedem, sich auch mal selber auf das Laufband seines Pferdes draufzustellen und naja, vielleicht dann mal jemanden unten dran zu stellen, den man nicht mag. Ja, also, weil das ist, ja, oder einfach es einzustellen und derjenige geht dann weg. Und dann muss man das einfach aushalten. Und egal, ob man jetzt müde wird, ich finde ein Laufband, ich habe schon die meisten Verletzungen und unschönen Bilder auf Laufbändern gesehen, mehr wie auf allen anderen Trainingsgeräten, weil das Pferd sehr begrenzt läuft, wie in einem Anhänger. Ja, also die Pferde haben unwesentlich mehr Platz wie in einem Anhänger. Das heißt, ein seitliches Ausweichen, ein Stolpern, ein nach rechts oder links raustreten wird immer dadurch begrenzt und zwar unschön begrenzt durch vorne und hinten eine Stange und links und rechts eine Wand. Mit der Situation, dass ich durchgehend das Pferd eigentlich aus der Balance ziehe, weil der Untergrund sich ja bewegt. Also So, das und dann Pferd. ist es ein völlig anderer Bewegungsablauf, wie das, was das Pferd eigentlich kennt, weil das Bein wird ja auf dem Band passiv zurückgezogen und das jeweils andere Bein nach vorne geführt, aber nicht in Form von Schubaufbau. Ja, der Schubaufbau passiert ja dann nur in der Hinterhand, wenn ich die Steigung entsprechend einstelle. Und auch da, man stellt sich selber vor, man wird an den Berg gestellt und dann steht hinten einer und sagt, und du musst jetzt in gleichmäßigen Schritten diesen Berg hochgehen. Und wenn dir die Luft ausgeht, dann ziehst du den Boden unter den Füßen weg. Ja. Ja, dieses das Laufband zu nutzen als Ersatz für Bewegung heißt für mich immer sehr wenig bis keine Steigung und ein moderates Tempo. Ab da, wo ich ein Laufband nutzen will als Training, weil ich
ein definiertes Ziel habe, dann muss ich A, sehr genau wissen, welches Ziel verfolge ich und wie muss ich das Pferd darauf bewegen. Und das muss ich sehen, ob sich das Pferd so bewegt, dass ich dieses Trainingsziel damit auch erreiche. Weil wenn ich das Pferd überfordere, dann ist es für mich tierschutzrelevant und auch nicht mehr trainingszielfördernd. Erzähl doch mal Ja, von wenn die deinen. Steigung zu hoch und Tempo zu hoch, oder sagen wir gar nicht mal zu hoch, eine hohe Steigung und dann ein gegebenenfalls zu hohes Tempo ist wirklich massiv schädlich fürs Pferd und macht wahnsinnig Stress, führt zu Taktverschiebungen. Man hört das auch. Also ich höre reihenweise in Stellen, wo Pferde auf Laufbändern gehen, das höre ich auf 50 Meter Entfernung, dass die Pferde zu laut aufhusten, dass die Pferde keine saubere Gangart mehr gehen, ja, dass die schnelle Schritte, kleine Schritte, kurze Schritte, Hüpfer drauf machen. Wenn man dann hinguckt, dann schlagen die Pferde mit dem Kopf, die springen mit den Vorderbeinen in die Luft. Also da gibt es furchtbare Bilder, für mich ganz gruselig furchtbare Bilder, und die Leute sehen es nicht. Ja, also auch wenn Leute dann über den Hof gehen, wenn Stallpersonal über den Hof geht, das registriert keiner, was das für ein Leid für dieses Pferd ist, was da gerade läuft. Und die Leute, die das Gerät so eingestellt haben, die verantwortlich dafür sind, die sind dann meistens gar nicht dabei. Also wenn ich das Laufband nutzen will als Trainingsgerät, weil ich eine Hufgelenksproblematik habe, weil ich eine Sehnenproblematik habe und ich sage, okay, das Pferd muss aber auf festen Boden und es ist mitten im Winter, bei uns ist alles matschig, ich brauche festen Boden geradeaus, dann muss ich daneben stehen bleiben. Dann ist es keine Zeitersparnis dafür, dass ich in der Zeit was anderes machen kann. Ja, Als Training muss ich dabei sein. und ich habe genauso wie in allen anderen Situationen, wo ich Bewegung initiiere oder mich selber bewege, die Phase, wo ich langsam anfange, die sogenannte Warm-up-Phase, die Arbeitsphase und den Cooldown. Wenn ich joggen gehe, muss ich auch mich langsam einlaufen, bevor ich dann überhaupt geschmeidig mal weiterkomme und laufe mich aus. Auch das muss ja beobachtet sein. Und also mir reicht ja die Fantasie dafür, dass ich mir vorstellen kann, dass da wirklich nur eine ganz versierte Person nebendran stehen darf, die sich richtig, richtig gut auskennt. Und weggehen kann man von diesem Gerät schon mal dreimal gar nicht. Und also wenn ich es als Training einsetze, geht das gar nicht. Wie gesagt, das ist für mich die einzige denkbare Ausnahme zu sagen, ich stelle den bei einem moderaten Tempo und wenig Steigung. Dann kann ich auch mal selber aufs Klo gehen und kann dann wiederkommen. Aber ich muss da immer ein Auge und ein Ohr drauf haben, dass ich sofort eingreifen kann. Und wirklich in der Trainingsphase muss es auch sehen. Und das muss man sich wirklich mal, da braucht es ganz, ganz, ganz viel Blickschulung, den Bewegungsablauf vom Pferd zu sehen, läuft er jetzt wirklich über den Rücken und nicht überanstrengt er sich, weil dann erreiche ich nicht das, was ich will. Und ein Überanstrengen ist nicht gleich anstrengen und ein über den Rücken laufen. Ich muss erkennen, okay, das ging jetzt 3 Minuten oder 3,5 Minuten. Und jetzt muss die Steigung runter, dafür aber das Tempo ein kleines bisschen hoch, sonst läuft er mit Untertempo. Und ich kann schon gar nicht ein vorgefertigtes Programm. Es gibt ja inzwischen ganz moderne Laufbänder, die diese Programme alleine abspulen, ja, wo ich im Prinzip sagen kann, 3 Minuten so, 5 Minuten so und und. Das ist für mich was. Also eigentlich kann ich mir das nicht vorstellen. Dafür muss ich mein Pferd schon sehr genau kennen. Und dann ist die Frage, kann das Gerät das so individuell einstellen oder sind das wirklich ganz vorgefertigte Programme, die passen für mich selten auf die individuelle Pferdesituation? Für mich ist Laufband nicht wirklich was zum Rumspielen. Und ich sehe mehr hässliche Bilder von Pferden auf Laufbändern als positive.
Ich sehe es ganz häufig, dass Pferde aufs Laufband gestellt werden, weil sie in der Führmaschine nämlich die Führmaschine anhalten. Ich habe ja im Vorfeld unseres Gesprächs ein bisschen recherchiert und auch mit Herstellern von diesen Geräten Kontakt gehabt. Mich hat auch mal interessiert, was kostet eigentlich so ein Laufband? Also da kann man locker ab 15.000 aufwärts für ein ausgereiftes Gerät mal investieren. Und dieser Hersteller, mit dem ich da zu tun hatte, hat auch eine Studie präsentiert auf seiner Website, wo ausnahmslos die positiven Ergebnisse vom Training des Laufbands präsentiert werden, also angefangen von gerade Richtung, Rückentätigkeit, dem natürlichen Vorwärtsdrang der Pferde wird hier Rechnung getragen. Vermeintlich faule Pferde können ohne reiterliche Hilfen zu mehr Bewegung animiert werden. Das liest sich alles sehr wunderbar, aber ich glaube, wir haben jetzt unseren Zuhörern gute Ausführungen gerade geliefert, warum das sehr skeptisch und mit eigenen Augen und mit gesundem Menschenverstand tatsächlich betrachtet werden soll, was die Pferde dort auf dem sich bewegenden Untergrund leisten. So, jetzt gibt es ja noch ein zweites Laufband, was mit einem zusätzlichen Element arbeitet, nämlich den Aquatrainer. Der Aquatrainer wird ja auch gerne eingesetzt in der Rehabilitation von kranken Pferden. Wassertreten ist vermeintlich jetzt auch eine tolle Sache, aber hier gelten die gleichen kritischen Anmerkungen wie für das Laufband, plus natürlich die Situation, dass wir hier noch mit der Wasserhöhe auch unterschiedliche Widerstände generieren. Und das ist auch nicht unkritisch. Erzähl doch mal. So, also klar, alles, was wir eben über das Laufband gesagt haben, gilt genauso eins zu eins für den Aquatrainer. Ja, also was Geschwindigkeit und Leistungsanforderungen und Belastungsintensität angeht, ja, dass das Bein passiv zurückgeführt wird, dass wir den begrenzten Raum haben. Ja, das Gleiche gilt für den Aquatrainer genauso, weil es ist auch als Grundlage ein normales Laufband. Und ich kann jeden Aquatrainer auch benutzen ohne Wasser. Nicht jeder Aquatrainer kann jetzt eine Steigung einbauen. Wenn ich mit Wasser arbeite, brauche ich auch keine Steigung. Da arbeite ich ja über die Höhe des Wasserstandes. Das heißt, das Pferd kommt ja immer in den Aquatrainer rein, wenn kein Wasser drin ist, beginnt zu laufen und dann kommt das Wasser erst dazu. Und da beginnt dann tatsächlich die Verantwortung dessen, der daneben steht, dass man nämlich dann sieht, A, am Anfang, wie reagiert das Pferd überhaupt auf das Wasser, das jetzt dazu kommt? Ja, auf dieses, ja, manchmal sind es ja nur 1, 2 Zentimeter, das platscht dann ziemlich. Dann steigt der Wasserstand und man kann sagen, dass bis zu einem Wasserstand etwa auf Sprunggelenks- oder Karpalgelenkhöhe motiviert es das Pferd in den Bewegungsablauf so, dass es die Beine höher hebt. Weil das Pferd wird da so lange immer versuchen, die Beine, den Huf über den Wasserstand zu heben, um den Widerstand des Wassers im Vorführen zu umgehen. Ist ja so ähnlich wie Stangentraining, nur dass jedes Bein beim Rausheben natürlich trotzdem gegen den Widerstand noch arbeitet und das Zurückziehen der Hufe gleichzeitig, ne? Also ich habe Stangentraining Also auf ich habe einem. das passive Zurückführen der Hufe und ich habe ein Stangentraining, aber nicht 4 Stangen, sondern ich habe für jedes Bein jedes Mal eine Stange. Ja, Wahnsinn. man stellt sich mal vor, man lege einen ganzen Zirkel Stangen und erwarte vom Pferd, gut, da habe ich auch den Abstand vorgegeben, das macht es nochmal zusätzlich schwierig, dass wenn an der Longe der ganze Zirkel mit Stangen belegt wäre, ich ja auch die Schrittlänge definiere, da ist das Pferd im Aquatrainer ein bisschen flexibel, aber zumindest das vermehrte Heben. Ja, ich stelle mir mal vor, ich arbeite mein Pferd in einem tiefen Boden. Ja, ein tiefer Boden, der jetzt nicht unbedingt Schlamm ist und auch noch saugt, sondern einfach nur das Pferd muss die Füße mehr heben. Und das aber bei jedem Schritt über 20 oder 30 Minuten. So, und dann habe ich den Wasserstand, der langsam, langsam steigt. Ein zweiter Nebeneffekt ist, je höher das Wasser steigt, umso mehr spritzt auch immer mal Wasser an den Bauch.
was die Pferde dazu animiert, den Bauch mit anzuheben. Ja, also das ist, wenn der Wasserstand ein bisschen höher ist, so ein weiterer Effekt, dass die den Rücken über die Bauchmuskulatur, indem die mit dem Bauch mehr arbeiten, weil es da unten spritzt, mehr aktivieren. Aber auch da muss ich gucken, wie ist der Aquatrainer konzipiert? Ja, wie hoch ist die Wand? Und wenn ich jetzt so ein Pony in so einem Aquatrainer stehen habe und dieses Pony versucht, vorne über die Brüstung rauszugucken, ist die Kopfhaltung möglicherweise nicht so optimal. Wenn ich diesen Pony jetzt weiter zurücknehme im Aquatrainer, ich habe schon in Kliniken gearbeitet, habe auch schon selber Aquatrainer bedient, dann nehmen die Pferde trotzdem ungern den Kopf so tief, weil ihnen ja dann das Wasser an die Nase spritzt. Ja, da ist viel, viel Fingerspitzengefühl gefragt von demjenigen, der daneben steht und das Pferd betreut im Aquatrainer. Ich meine, selbstredend, dass man da dabei steht, dass man im Aquatrainer eben keinen einfach so stehen lässt. Weil wenn die stolpern und ins Wasser fallen, dann wird es richtig blöd. Und ich muss sagen, mir ist das tatsächlich in der einen Klinik, wo ich den Aquatrainer bedient habe, auch passiert. Ich stand dabei und das Pferd fällt und dann ist man schwuppdiwupp mit Pferd unter Wasser. Und das macht auch ein Pferd nicht besonders lange, ja. Und dann rennt man aber mal schnell und guckt, dass man einfach diesen Aquatrainer aufkriegt, dass das Wasser da rauskommt. Wie ist das eigentlich? Die äppeln da ja auch rein. Das heißt, was dann da spritzt, gegen die Nase, das ist ja dann auch teilweise verkotet. Also, es gibt inzwischen wie für die Kutschpferde in Wien oder wo auch immer, die kriegen so einen Auffangbehälter da hinten dran, dass die Äpfel eben nicht ins Wasser fallen. Das ist eigentlich weniger das Problem. So, mit Also, welcher Indikation sollte denn ein Pferd überhaupt in den Aquatrainer? Oder gibt es da auch Kontraindikationen? Also welches Pferd darf da nicht rein? Wir haben jetzt schon über die Kopfhaltung gesprochen, ne? Also zum Thema Kissing Spines ist das dann sicherlich nicht so geschickt, wenn die Pferde mit Absicht ihren Kopf ungewöhnlich hochtragen müssen. ja, aber tatsächlich nur, wenn der Aquatrainer ungünstig bedient wird. Also eine Kontraindikation für den Aquatrainer orthopädisch fällt mir wenig ein, außer massive Muskelprobleme, dass das Pferd diese Leistung einfach nicht liefern kann. Also irgendwelche Vernarbungen, Bewegungseinschränkungen, deutliche Lahmheiten, ja, dass das Pferd das einfach nicht kann. Da müsste man sehr vorsichtig sein, was man mit dem Pferd da drauf macht. Da kann es vielleicht sinnvoll sein, nur ganz wenig zu bewegen und dafür das Wasser als Therapieeffekt zu nutzen. Ja, dass ich solche chronischen Lymphstauungen habe, dicke Beine habe, ausgeprägte Ödeme habe. Die Pferde können ja auch nicht so gut laufen. Denen tut aber dann trotzdem das Wasser gut. Ja, die stellt man dann rein und lässt sie eigentlich nur so ganz langsam Schrittchen für Schrittchen und das vielleicht auch wirklich bei einem relativ hohen Wasserstand, je nachdem, wie die Ödeme ausgeprägt sind, um diesen Lymphdrainage-Effekt vom Wasser zu nutzen. Wie ist es mit Denn der sonst Wassertemperatur? Gibt es da auch Möglichkeiten, die einzustellen oder Indikationen? Bei den Wassermengen wird an der Temperatur gar nicht gearbeitet. Also ich kenne nicht bewusst irgendeinen Aquatrainer, der Wasser aufheizt. Und man will ja in der Regel auch, nachdem die Kälte Sehnen stabilisiert und nachdem die Kälte Gewebe Kontraktion fördert bei den Ödemen und bei irgendwelchen Schwellungen, ist es ja häufiger sogar gewünscht, zu kühlen und nicht zu erwärmen. Okay, was wir beim Wassertrainer, beim Aquatrainer Offene natürlich. Wunden. Also als totale Kontraindikation sind natürlich alles, was offene Wunden ist, das würde ich dann sagen. Okay. Was wir beim Aquatrainer ja nicht haben, ist die Entlastung des Eigengewichts. Also dicke, schwere Pferde, die haben im Aquatrainer genauso zu Kein tun. Vorteil, ja. Genau, aber da gibt es ja noch die Schwimmschwämme, also ein Becken oder auch die Situation, dass wir mit dem Pferd im See schwimmen gehen, was ja dann für übergewichtige Pferde, die wieder in die Bewegung kommen sollen, gar nicht so eine schlechte Idee ist. Aber hier gibt es auch Vor- und Nachteile. Lass uns doch mal über die Schwimmsituation bei Pferden sprechen. Also
Ganz grundsätzlich, Pferde sind keine Seepferdchen. Pferde schwimmen per se in der freien Natur nur im Notfall. So ganz, ganz freiwillig schwimmen sie erstmal grundsätzlich nicht. Und Pferde müssen schwimmen und eine Schwimmtechnik auch wirklich erst üben und lernen. Na, also es gibt Naturtalente, die lernen das schnell, wie im normalen Leben auch. Es gibt aber auch Pferde, die brauchen einfach ein bisschen länger und die schaffen das am Anfang einfach nicht mit dem, ja, die strengen sich wahnsinnig an, weil dieses Gestrampel unter Wasser erstmal eben keine Routine hat. Und erstmal haben die alle Angst, unterzugehen und strampeln wie wahnsinnig. Ich habe auch schon Hunde erlebt, die mussten erst lernen zu schwimmen. Der Hund paddelt noch viel mehr vorne raus. Der konnte die Richtung gar nicht bestimmen, weil der so Wasser gespritzt hat, dass der davon fast ertrunken wäre. Also das ist auch da, Pferde müssen die Technik erst lernen. Das heißt, ein Pferd beim ersten Schwimmversuch Meter um Meter um Meter schwimmen zu lassen, ist für mich ein völliges Unding, weil ich sage, die sollen ein paar Schwimmzüge machen und eine kurze Pause machen. Ich war mit meinen Pferden schon schwimmen, eine Schwimmbahn insgesamt vielleicht von reiner Schwimmlänge 10 Meter und habe einfach festgestellt, wenn die hinten nach 10 Metern Schwimmzügen, also es sind dann so ein paar Tritte schwimmen, dass die einen Puls haben, fragt nicht nach Sonnenschein. Ja, die blähen die Nüstern, die sind massivst angestrengt. Die brauchen am Anfang relativ viele Pausen. Und wir haben beim ersten Schwimmtraining mit dem Pferd drei, vielleicht vier Durchläufe gemacht. Und dann haben wir gesagt, das reicht, weil die da rauskam und so angestrengt war von diesen paar Metern Schwimmen, dass ich gesagt habe, das reicht. Ja, gerade Pferde, die das noch nicht kennen, da spielt ja auch noch die Notsituation, von der du gerade gesprochen hast, die Rolle, weil Pferde nur in Notsituationen eigentlich schwimmen. Normalerweise würden sie das Gewässer ja meiden, sei denn, sie müssen eine Flussdurchquerung machen. Das geht dann auch meistens schneller, aber da geht es ja dann auch darum, schnell wieder aus dieser Situation rauszukommen und nicht so wie wir zu sagen, oh, es ist so schönes Wetter, wir gehen jetzt mal schwimmen, und wir machen das mal eine halbe Stunde ganz entspannt. So, und ich war mit meinen letztes Jahr das erste Mal hier, weil wir einen See haben, schwimmen. Und dann geht man ins Wasser und geht noch ein bisschen tiefer und geht noch ein bisschen tiefer. Und dann wartet man. Und irgendwann ist man an dem Punkt, wo die wirklich einen Schwimmzug machen müssen. Und dann verlieren die mal für 1, 2 Tritte den Bodenkontakt. Und dann haben sie wieder festen Boden unter den Füßen und stellen fest, jawohl, oh, die Situation kann ich bewältigen und ich kriege auch wieder Land unter die Füße. Und dann kriegen die durchaus auch richtig Spaß am Schwimmen und dann machen die das auch richtig gut und dann ist das wirklich toll, ja? Und wenn das im positiven Sinne läuft, kann ich sowas auch als Training ganz gut nutzen. Ja, auch, man muss sich immer mal gucken, in welcher Haltung macht denn das Pferd? Eben auch da gibt es Unterschiede. Es gibt Pferde, die haben massiv Tiefgang mit ihrem Bauch. Das heißt, die müssen zum Schwimmen extrem den Rücken durchdrücken. Das ist eins, wenn so ein Pferd dann per se auch noch Rückenprobleme hat, würde ich mir gut überlegen und auch gut überwachen, ob das eine gute Idee ist. Da muss man manchmal ausprobieren. Profitieren die davon? Profitieren die von dieser Bewegung? Wenn ich das nicht selber einschätzen kann, dann sollte ich mir einen guten Osteopathen oder Physiotherapeuten dazu holen, der mir das Pferd vorher durchcheckt und auch dann vielleicht nach 1, 2 Schwimmeinheiten wieder drauf guckt und sagt, und auch ehrlich sagt, jawohl, das ist gut oder das ist nicht gut. Und wenn das in so einem Schwimmzentrum, die es ja ist, wenn das da ist, muss man, weiß ich nicht, ich meine, die wollen alle immer auch von was leben. Ich weiß es immer nicht, wie ehrlich diese Einschätzungen sind. Würde dann jemand nach zweimal sagen, nur ich glaube, deinem Pferd tut das nicht gut. Die Kosten für so einen Aquatrainer belaufen sich ja bei locker, kommen ganz schnell 100.000 Euro zusammen. Und so eine Schwimmschwemme, ich weiß nicht, was sowas kostet, aber es sind alles Einrichtungen, die erstmal in der Errichtung und Anschaffung viel Geld kosten und irgendwann muss sich das ja amortisieren und da müssen dann auch entsprechende Preise für das Training verlangt werden und natürlich ist die Intention auch da, dass die Pferde dann dieses Training dort absolvieren. Also ich sehe zum Beispiel in den
in den Schwämmen, also in den Schwimmbädern, das Hygieneproblem eher vielleicht gegeben. Also immer wenn man Bilder sieht bei den Schwämmen, dann ist das Wasser super toll und glasklar. Und während des Schwimmens setzen die Pferde ja auch keinen Kot ab, das ist sicherlich richtig. Aber beim Rein- und Rausgehen, also wenn ich mir dann sehe, da ist so ein Pferd im Stress, weil es eben ni erstmal nicht so freiwillig rausgeht, was ist denn mit dem ganzen Wasser, wenn die in der Antrainingsphase da ins Wasser reinäpfeln? Und das sind ja für die Schwimmbäder riesige Wassermengen. Ja, Ja, Wahnsinn. und ich gehe mal davon aus, die haben eine Filteranlage, aber das sind ja, das ist ja echt eine Hausnummer, was da an Technik auch dann dahinter abläuft. Ja. So, jetzt haben wir aber ja schon gesagt, für übergewichtige Pferde, die eben, wo immer die Krux besteht. Ich muss das Pferd eigentlich in die Bewegung bekommen, aber es ist zu schwer, um wirklich viel zu arbeiten, auch in höheren Gangarten zu arbeiten. Also so ganz dicke Pferde wollen wir gar nicht so viel in den Galopp schicken, weil die Belastung für Sehnenbänder und Gelenke auch viel zu groß ist. Für die ist ja so ein Schwimmtraining auch geeignet, weil da die Bewegung, die werden zur Bewegung motiviert oder auch Pferde zum Beispiel mit EMS, die sehr stark in ihrem faszialen Apparat hängen, für die ist es auch sinnvoll. Wie kann ich dann das beurteilen? Also auch wieder, wie lange und wie intensiv sollte dieses Training denn da ausfallen? Also egal bei welchem Training, alle vier Trainingsideen, die wir jetzt besprochen haben, wie intensiv soll ein Training sein, dafür muss ich hingucken. Also ich habe, also nochmal zum Schwimmen mit den übergewichtigen EMS-Pferden, da kann man dann endlich mal einmal tatsächlich den tollen Effekt nutzen, dass Fett oben schwimmt. Ja. Ja, also insofern denke ich, ist tatsächlich diese Idee, so ein Stoffwechsel, so ein übergewichtiges Pferd zum Schwimmen zu schicken, wirklich mal sehr positiv, weil ja auch das Pferd dadurch, wenn es das denn kann, ja, also dieser Erfahrungswert für dieses Pferd, auch wieder etwas leisten zu können, im Kopf des Pferdes ganz viel Positives bewirkt. Das dürfen wir ja auch immer nicht vergessen. Die Pferde fühlen sich ja in sich drin gar nicht wohl, wenn sie sich nicht bewegen können. Das Pferd weiß doch, dass wenn es bewegungseingeschränkt ist durch Übergewicht oder was auch immer, das Pferd für sich selber weiß doch, wenn jetzt hier die Wolfspopulation steigt, dass das die Pferde sind, die als erstes fällig sind, weil sie nicht weglaufen können. Ja, ganz wichtiges Und Thema, da haben Pferde eine. wie viel Stress die Pferde haben, wenn sie nicht flüchten können. Das ist Ja. nicht zu unterschätzen. Ja. Ja, und da muss ich sagen, natürlich macht es auch Stress, so ein EMS-übergewichtiges Pferd ins Wasser zu schicken. Aber ja, es ist ein Abwägen. Welcher Stress ist denn schlimmer? Der Stress, ihn so zu lassen und ihn nicht zu bewegen, oder den Stress, ihn ständig von unten anzutreiben, zu motivieren, zu tun, zu machen und das dann in unheimlich kleinteiligen Schrittchen über Wochen und Monate hinzukriegen oder auch dann einfach zu versagen, weil man sagt, ich schaff's einfach nicht. Oder dann mal zu sagen, okay, natürlich ist es auch Stress, so ein Pferd ins Schwimmen zu schicken, das weiß ich sehr wohl. Aber am Ende tatsächlich es rauskommt, ja, dass ich damit über so eine gewisse Starthürde auch mal hinwegkomme und mit dem Pferd wieder arbeiten kann. Das ist jetzt, finde ich, ein super Schlusswort, weil du hast noch mal dazu aufgerufen, die Vor- und Nachteile abzuwägen. Und manchmal muss man sich auch entscheiden zwischen Pest und Cholera, ne? Aber wir möchten dazu aufrufen, den gesunden Menschenverstand einzuschalten, sich all diese Hilfsmittel kritisch anzugucken, sich jemand an die Seite zu holen, der sich auskennt, auch mal zu hinterfragen, was macht das mit dem Bewegungsapparat, was macht das mit der Psyche, welches Problem möchte ich eigentlich trainieren, gegen was möchte ich gegen anarbeiten. Und welches Hilfsmittel ist dafür geeignet oder eben nicht geeignet? Und immer die Idee im Kopf zu behalten, wenn wir versuchen, Zeit zu sparen, ist es oft nicht die richtige Motivation, sondern wir sollten
trotzdem dabei bleiben, unsere Pferde beobachten und ein gutes Gefühl dafür haben, wie viel wir ihnen heute an diesem Tag mit dieser Verfassung, mit diesen körperlichen Situationen zumuten können. Der Weg wird nicht kürzer, wenn man rennt. Ja, genau, oder so. Okay, liebe Kerstin, ganz super Schlusswort. Ich hoffe, wir haben die Leute zum Nachdenken angeregt und ich freue mich auf unser nächstes Gespräch. Ich freue mich auch auf unser nächstes Gespräch. Tschüss! Tschüss!